Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich spiele heute mit euch Go. In diesem dritten Tutorial zum Thema der Eröffnung werden wir uns zwei aggressive Techniken der Kampfführung anschauen, die häufig den gesamten Spielverlauf radikal beeinflussen. Es geht um Zangenangriffe und Invasionen, Taktiken, die insbesondere in der Eröffnungsphase eine bedeutende Rolle spielen. Beginnen wir mit der Theorie des Zangenangriffs. Bei diesem Manöver greift man einen gegnerischen Stein an, indem man ihm den Raum nimmt, den er für eine Ausdehnung am Rand benötigt. Man verwehrt dem Gegner die Formung von Gebiet und, noch wichtiger, man verhindert, dass er eine Operationsbasis errichten kann. Zangenangriffe sind besonders effizient, wenn sie mit alliierten Steinen zusammenwirken. Hier sehen wir dafür ein Beispiel. Weiß hat einen Kakari in der rechten Ecke gespielt. Unter dem Begriff Kakari versteht man einen Annäherungszug an einen einzelnen gegnerischen Stein in einer Ecke. Taktisch gesehen ist ein Kakari ein Eckangriff. Schwarz reagiert darauf mit einem Zangenangriff, nimmt ihn also gemeinsam mit dem markierten Stein in die Mitte. Dieser Zangenangriff ist besonders effizient, weil er mit den beiden schwarzen Steinen oben links zusammenwirkt, denn er stellt eine Ausdehnung von diesem Shimari dar und erfüllt so zwei Funktionen gleichzeitig. Alternativ könnte Schwarz auch Zangen auf A, B, C, D und E spielen. All diese Varianten wären eine gute Wahl. Noch deutlicher wird das hier. Der schwarze Stein benötigt dringend eine Ausdehnung zum Punkt A, denn das ist die für das Errichten einer Basis nötige Minimalausdehnung. Wenn also Weiß jetzt eine Zange spielt, bringt das den schwarzen Stein in Schwierigkeiten. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als ins Zentrum zu springen. Doch weil er keine Basis besitzt, kann Weiß ihn wie einen Hasen über das Brett jagen. In den beiden nächsten Beispielen möchte ich euch zwei grundsätzliche Ideen vorstellen, die bei Zangenangriffen häufig eine Rolle spielen. Wichtig ist dabei, im Hinterkopf zu behalten, dass die gezeigten Abläufe nicht die einzigen Optionen darstellen. Es gibt immer eine Menge alternativer Züge. Sinnvoller als sich die einzelnen Züge merken zu wollen, ist es, die dahinterstehenden Absichten zu begreifen und wie die Spieler versuchen, diese Ziele zu realisieren. Hier sehen wir zunächst eine Zange, die gegen einen Kämagakari gespielt wurde, und zwar auf der vierten Linie. Käme Schwarz in dieser Situation zu dem Zug A, wäre das für Weiß ein Problem, denn dann würde der Bewegungsspielraum der weißen Steine am oberen Rand sehr gering. Wenn Weiß also woanders auf dem Brett spielen würde, könnte Schwarz auf A setzen. Deshalb springt er mit einem Tobi in Richtung des Brettzentrums. Weil nun Schwarz nicht gegen den rechten Rand gepresst werden will, spielt er einen Kämer, der die weißen Steine in Bedrängnis bringt. Gleichzeitig entwickelt er damit die rechte Seite. Die Antwort von Weiß ist eine Konterzange, die den schwarzen Zangenstein unter Druck setzt. Der springt jetzt ebenfalls mit einem Tobi ins Brettzentrum. Und nun kann Weiß mit einem Stein eine Verbindung herstellen, die die drei markierten Steine zusammenschweißt. Schauen wir uns kurz auf Eidogo an, wie die Sequenz weitergehen könnte. Eidogo ist ein Online-Tool für Josekis, also standardisierte Zugsequenzen, die sich im Laufe der Jahrhunderte als Kampftechniken bewährt haben. Die Kleinbuchstaben bezeichnen alternative Züge oder auch Fehlzüge, das kann man dann im Kommentarfenster rechts lesen. Ihr seht, dass am Ende dieser Variation Schwarz eine Wand aufgebaut hat, die am rechten Brettrand abwärts wirkt und Weiß hat Gebiet am oberen Brettrand entwickelt, ist aber nicht komplett eingeschlossen. Dieses Ergebnis wird lokal gesehen für beide Seiten als ausgeglichen betrachtet. Hier kommt noch einmal diese Sequenz. Schauen wir uns jetzt den zweiten Zangenangriff an. Diesmal spielt Schwarz auf der dritten Linie. Wieder springt Weiß aus der Zange heraus in Richtung des Brettzentrums und wieder spielt Schwarz den Kämer am Rand. Doch jetzt kontert Weiß die Zange mit einem Schulterschlag. Schwarz droht, die Steine am oberen Brettrand zu verbinden. Weiß verhindert diese Verbindung mit einem Verlängerungszug. Schwarz muss sich jetzt um den isolierten Stein am oberen Rand kümmern und spielt einen Nobi auf der dritten Linie.
Weiß verlängert ebenfalls und hält so den Druck auf die schwarzen Steine aufrecht. Mit dem nächsten Zug biegt Schwarz auf die vierte Linie um. Er droht damit, ins Zentrum durchzustoßen und die weißen Steine zu trennen. Weiß blockt, aber es bleiben ein paar Schnittpunkte als Schwächen zurück, um die sich Weiß später noch kümmern muss. Schwarz entwickelt jetzt wieder seine Randsteine am oberen Brettrand und Weiß presst weiter von der vierten Linie aus. Mit diesem Tobi gewinnt Schwarz Tempo und Weiß sichert den Schnittpunkt auf der anderen Seite. Das Ergebnis dieser Sequenz sieht so aus, dass Schwarz zwei Gruppen entwickelt hat, eine am oberen Brettrand, die andere in der Ecke oben rechts. Weiß hat im Gegenzug Einfluss in Richtung des Brettzentrums entwickelt. Die beiden schwarzen Gruppen haben bislang nicht viel Gebiet gewonnen und sind immer noch angreifbar. Auch dieser Ablauf gilt lokal für beide Seiten als fair. Hier kommt noch einmal der Ablauf dieser Sequenz. Ausdehnungen am Rand, die ich euch im letzten Teil vorgestellt habe, sind die grundlegenden Bausteine der Eröffnung. Zangenangriffe stellen die grundlegenden Angriffstaktiken dar. Und immer wenn ihr beides verbinden könnt, habt ihr besonders kraftvolle Züge gefunden. Schauen wir uns jetzt eine Invasion an. Ihr seht, dass sich die weißen Steine sehr weit ausgedehnt haben. Es ist möglich, sie zu trennen. Schwarz startet eine Invasion. Er dringt in die Einflusszone ein, die von den beiden weißen Steinen gebildet wird. Eine Drohung, die in diesem Zug liegt, besteht darin, dass Schwarz auf A setzen könnte. Der weiße Stein hätte dann in der Ecke ohne Basis kaum Überlebenschancen. Also setzt Weiß die linke Seite in Bewegung, denn er will nicht ohne Basis an den Rand gepresst werden. Schwarz bedrängt nun den Fluchtstein und Weiß muss verlängern, um etwas Eisen in seine Konstruktion zu bringen. Das gibt Schwarz die Möglichkeit, mit dem Invasionsstein in Richtung Brettzentrum zu springen. Auf diese Weise trennt er die weißen Steine links vom einzelnen weißen Stein rechts. Weiß muss sich nun um zwei schwache Positionen kümmern, was sehr schwierig ist. Deshalb liegen die Vorteile jetzt bei Schwarz. Die Invasion war ein großer Erfolg. In diesem Beispiel haben wir eine Invasion betrachtet, deren Ziel darin lag, die gegnerischen Positionen zu trennen, um sie danach anzugreifen. Sie gehört zum Typus der sogenannten Angriffsinvasion. Neben dieser Form von Invasion kennt man im Go die gebietszerstörende Invasion. Bei diesem Invasionstyp versucht man, innerhalb des gegnerischen Einflussgebietes eine lebende Gruppe zu bauen oder, falls dies nicht möglich ist, auszubrechen und zu fliehen. Hier sehen wir die Sun-Sun-Invasion als Beispiel für die gebietszerstörende Invasion. Weiß setzt in das potenzielle Eckgebiet von Schwarz. Schwarz blockt die Außenseite rechts und Weiß verlängert. Schwarz spielt einen Hane, um den Bewegungsraum von Weiß zu beschränken. Weiß hält mit einem Hane dagegen. Schwarz verlängert und gestattet so, dass Weiß auf der zweiten Linie kriecht. Das macht Weiß deshalb, weil es verhindert, dass Schwarz einen Vorhandzug auf diesen Punkt spielen kann. Schwarz verlängert erneut, um zu verhindern, dass Weiß hier einen Hane spielt, und jetzt wechselt Weiß zur anderen Seite, denn weiteres Kriechen auf der linken Seite wäre ein Vorteil für Schwarz. Schwarz blockt und Weiß verbindet, um seinen Hanestein zu schützen, und Schwarz spielt einen Kusumi aus dem gleichen Grund. Die Invasion war erfolgreich, denn das potenziell schwarze Gebiet in der Ecke wurde von Weiß zerstört. Schwarz hat nun Außeneinfluss und könnte damit wiederum neues Gebiet gewinnen. Ob das gelingt, hängt von der Gesamtsituation ab. Schauen wir uns nun an, was passiert, wenn Schwarz verhindert, dass Weiß im Inneren der Ecke eine lebende Gruppe baut. Die Sequenz beginnt mit den gleichen Zügen, aber jetzt spielt Schwarz einen Doppelhane statt des Verlängerungszuges. Weiß gibt Atari und Schwarz schützt den angegriffenen Stein, indem er verbindet. Jetzt spielt Weiß ein zweites Atari und Schwarz spielt ein Gegen-Atari. Weiß fängt einen Stein und Schwarz verlängert und fängt so die beiden Steine in der Ecke. Im Anschluss baut Weiß Gebiet am oberen Rand auf. Hier kommt noch einmal diese Sequenz.
Fassen wir noch einmal die wichtigsten Punkte dieses Tutorials zusammen. Zangenangriffe verhindern, dass der Gegner eine sichere Basis für seine Steine entwickeln kann. Sie sind besonders effizient, wenn sie gleichzeitig eine Ausdehnung von den eigenen Steinen, insbesondere von einem Shimari aus, darstellen. Die Standardreaktion auf einen Zangenangriff ist ein Tobi, also ein Sprung ins Zentrum des Brettes. Invasionen sind ebenfalls Angriffstechniken. Hier spielt man im Einflussgebiet des Gegners. Invasionen werden zu verschiedenen Zwecken eingesetzt. Bei der Angriffsinvasion spaltet man gegnerische Positionen auf und attackiert dann die geschwächten Gruppen. Bei der gebietszerstörenden Invasion versucht man im Einflussbereich des Gegners eine lebende Gruppe zu bauen oder nach außen zu fliehen. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Falls ihr Fragen, Anmerkungen oder Rückmeldungen habt, schreibt in den Kommentarbereich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Teil wiedersehen. Da wird es dann um typische Fehler gehen, die Spieler bis zum 10. Kyu in Eröffnung, Mittel- und Endspiel besonders häufig machen. Bis dahin, macht's gut, bye bye.